Absteigen will niemand. Auf keinen Fall. Absteiger sind Verlierer. Und Verlierer will niemand gerne sein. Nicht nur in der Fußballwelt. So ist das generell und überall. Niemand will sich mit dem Niedergang abfinden, niemand auf ewig Verlierer sein. Nur Aufsteiger stehen auf, stehen, aufrecht, stehen zu sich auf rechter Grundlage. Himmelfahrt ist was für Aufsteiger. An Himmelfahrt haben wir es mit einem Aufrechten Aufsteiger zu tun. In seiner Gesellschaft sollen wir uns wohlfühlen und uns aufrichten lassen, trotz mancher Niederlagen, die wir erleiden. Deshalb ist Himmelfahrt ein guter Tag, denn Himmelfahrt ist was für Aufsteiger und solche, die es werden wollen. Jesus sieht auf den ersten Blick auch nicht wie ein Gewinner aus. Er verausgabt sich total und es dankt ihm keiner. Er hilft und heilt und es ist doch nie genug. Er redet sich im Kopf und Kragen und am Ende laufen alle davon. Sie legen ihn aufs Kreuz und er stirbt einen brutalen, einsamen Tod. Und er schreit am Ende vor Gottverlassenheit und Angst. So sieht kein Gewinner aus, meint man. So nicht. Dann heißt es sogar im Glaubensbekenntnis bis heute, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Die bitterste, die tiefste Niederlage unseres Lebens ist das Grab. Tiefer können wir nicht sinken. Und jedes Mal, wenn wir auf dem Friedhof stehen und in ein offenes Grab schauen müssen, spüren wir das. Macht uns diese Niederlage, dieses Verlieren stumm und klein. Ohne Ostern. Ohne dieses Auferstehen von den Toten, ohne diese unglaubliche Überwindung des vermeintlich Endgültigen, wäre der christliche Glaube nicht wirklich alltagstauglich und lebensrelevant. Aber jetzt haben wir einen Aufsteiger, der uns mitreißen will. In jeder Mannschaft braucht es so einen Typen, der die anderen aufbaut und anspornt. Den brauchen wir global und überall, in jeder Gemeinde, in jeder Familie. In jeder Beziehung, in jeder Kirche, in jedem Dorf, in jedem Land. Ein Vorläufer mit einem vorbildlichen Kämpferherz und mit Konditionen in Sachen Glaube, Liebe, Hoffnung, dem so schnell nicht die Luft und die Lust vergeht. Jesus ist so ein Typ, so ein Vorkämpfer, so ein mitreißender Sieger. Und er will, dass wir alle mitspielen und in seiner großen Mannschaft unseren Platz finden. Gott hat ihn aus dem Tod befreit, durch die Dunkelkammer des Grabes hindurchgebracht und an Himmelfahrt zu sich geholt, zum himmelhohen Aufstieg verholfen. Was an Weihnachten im Stall begann und wie der Beginn einer großen Niederlagenserie aussah, das wird nach Ostern zum Triumph des Lebens über den Abgrund. Seit Himmelfahrt werden unsere Blicke zum Himmel gerichtet. Himmelfahrt ist der Tag der offenen Tür, der offenen Himmelstür.